So? Nee, nee, weiter runter, ein Stück. Und nach, geht noch ein Stück nach links. Probier mal, nach links. Noch weiter, geht noch weiter nach links. Nee, nee, wenn, geht gut, nicht mehr. Gut, dann ist okay. Dann probieren wir so. Aber die müssen erstmal gebildet werden, das ist gerade. Ja, dann ist der zu tief oder so. Sonst versuchen wir noch ein Stück nach links oder wie? Ich nehme mal eben die Kiste da weg. Ja, die Kisten, da muss natürlich Feuer rankommen. Das. Und ich nehme das auch nochmal aus dem Kopf, Topf raus da. Aber ich schieße natürlich da durch, das ist super, Matti. Super Intellent. Jo, so bin ich. Ich weiß es nicht. Lass uns einfach weitermachen, das ist gerade ja, so langwierig. Ja, das würden wir aber jetzt so schaffen. Oh, ich bin ja, aber es ist gerade so langwierig, finde ich. Mach doch jetzt mal. Das hat doch eben auch geklappt mit den Seifenblasen. Ja, ich weiß nicht, warum die nicht kommen. Die müssen nicht da drauf sein, Matti. Ja, guck mal, aber jetzt kommt da eine. So, umbauen. Und jetzt... Matti, mach nochmal, warte mal. Nein, da kommst du nicht rauf. Geh da mal eben weg, bitte. Und pack das wieder nach oben. Nein, warte, lass mal, bitte. So, geh in den Topf. Ach so, dass ich mit der Seifenblase hoch, oder was? Genau. Ja, aber kommt die Seifenblase denn, wenn muss ich da... Muss erstmal hoch, so. Warte mal, so, dann nehme ich den nochmal wieder nach oben, so. Das klappt nicht, das ist viel zu umständlich. Es klappt, und zwar, weil jetzt hier eine Platte kommt. Weil jetzt muss das nochmal wieder... So, es gibt mehrere Wege, die nach oben führen, also von daher... So, geh da rein, in den Topf. In den Topf nur reingehen, noch nicht springen. So. Spring durch. Ja, da ist dann direkt das Portal, ist das Problem. Okay, gut, dann nehmen wir es wieder so, wie es immer war. Es würde, glaube ich, auch reichen, wenn die so Seifenblase einfach nach unten kommt, weil die, soweit ich weiß, ganz spät erst explodiert. Also ganz nach unten, unten links. Okay. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Und dann versuche ich da mal rauf zu springen. Okay. Ah. Warte mal. Verdammt. Geh mal da eben weg. Warte. Wo du jetzt stehst. Geh mal da eben weg. Jetzt. Das Feuer zerstörte jede vorbeikommende Blase. Genau. Aber die Portale könnten ihnen wieder... Ich komm da schon nicht rauf. Sein. Ah, ne. Das... Ah, Mann. So, das haben wir jetzt. Okay. Wenn jetzt... Nein, die Blase hat nicht so lange gehalten. Und jetzt muss das Portal noch ein Stück höher, sonst klappt das nicht. Ja gut, ich... So. Verdammt. Warum was? Jetzt müssen wir einen da oben hinkriegen. Hä, was ist jetzt eigentlich los? Ja, weil wir... Was müssen wir jetzt gerade machen? Was ist gerade das Ziel? Achso, ich weiß, was wir machen müssen. Hä? Da müssen wir doch raufkommen, auf die Blasen. Ja, nein, weil... Stopp. Wegmachen bitte, kurz. Mach mal eben kaputt. Weil der muss weiter nach rechts. So. Dann geh da mal eben weg, wo du stehst. Ja. Geh da eben weg, wo du stehst. Danke. Ja, ich wollte ja... Egal. Och. So. Ein höher wäre noch vielleicht für mich besser, weil sonst komme ich da nicht rauf. Scheiß Magier. Und dann haben wir es auch geschafft. Super, der Magier ist super, klasse. Matti, kannst du ein bisschen schneller? Ups. Ah. Du musst ganz viel springen. Oh Gott. Warum machen wir es eigentlich mit den Blasen? Wir waren doch vorhin schon drüben. Ups. Matti. Ich mach die eben weg. Die stören. Solange du mich nicht abschießt. Ja, wir wollen ja hier jetzt durchkommen. Ach, so wollen wir... Ich will da oben, ganz oben den kriegen. Ach so. Sag das doch, was du vorhast.
Ich dachte, wir sollen weitergehen. Deswegen. Ich kann ja nicht wissen, was du vorhast. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt haben wir alle und jetzt können wir verschwinden. Okay. So, gut. Jetzt muss ich nur noch hochkommen. Ja, gut. Mach dir eine Platte hin. Ja, warte. Ich gehe hier auf die nächste Seifenblase, die kommt. Ja. War die Platte im Weg? Ich mach's mir hier gerade kaputt. Nein, die Platte war nicht im Weg. Ich bin okay, gut. Gleich da. Die nächste Seifenblase ist meine. Okay, gut. So. Ich habe noch einen Levelaufstieg. Ich auch noch. Aber da kann ich gar nichts. Also da einmal Wurf. Wir müssen hier weiter, das haben wir doch schon. Ach ja, stimmt, das hatten wir schon. Jetzt können wir auch endlich hier... Ich nehme mal eben Levelaufstieg. Wo würde ich denn... Würde ich jetzt mal hierauf einsetzen, weil die sind ja noch gesperrt. So, den nehme ich da was von... Ja, kostet 3. Ach, gib sie nur für vielleicht die Erweiterung oder so? Das kann auch sein, ich habe auch schon gerätselt. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich auch wieder für... Bist du bereit? Jo. Weil ich gehe, ne? Gut. Wow! In Deckung! Ich habe mich voll erschrocken. Was ist das für ein Scheißvieh? Ich dachte jetzt... Wer auch immer in dem Haus lebte... Es hing eine finstere, bedrohliche Stimmung in der Luft, wie Klammernebel im Sumpfland. Die heldenhaften drei schafften es durch die Fallen und Schrecken des seltsamen Baumhauses. Nur, um von der schrecklichsten aller Kreaturen aufgehalten zu werden, einem Drachen. Ein Drache. Und zwar heißt das Level Schattenbäume. Oh, krass. Endlich ein würdiger Gegner. Oh, krass. Warum greift er nicht an? Oh. Habe ich das gerade getroffen? Ja. Oh. Was? Wo ist er hin? Er war nicht real. Das war nur eine Illusion, Pontius. Eine Art Wachhund. Er sah erschreckend echt aus. Ich hoffe, wir treffen nicht auf das Original. Ich hoffe, wir treffen aufs Original. Wir treffen bestimmt aufs Original, aber das war ja jetzt mehr... Also, das war ja mehr Glück als Verstand gerade. Also, wir haben das noch gar nicht realisiert, dass da ein Schalter ist und er trifft den dann schon gleich. Ja, es war wirklich Glück. Warte mal. Hat's das da kaputt? Wieso? Einmal Glück mit dem... Oh, ich hab grad gedacht, was kommt da denn an, ey? Warte mal, ich kann ihn auch anhalten. Ah, so, gut. Pack mal die Kiste dagegen. Ach, warte mal, ich bin der Typ, der es machen kann. Aber so. Keine Ahnung. Ey, da kann ich mich ja ranhalten. Oh, oh, oh. Okay, warte, bitteschön. Warte. Ey. Hier ist das, was wir brauchen. Gib mir mal den Magier. Ich glaube, den kann man... Gib mal deine Frau. Du kriegst nämlich was, damit du da... Nein! Oh, jetzt haben wir es anders geschafft, aber... Wow, krass. Ah, nee. Ich dachte, den fahre ich jetzt da rein und dann kann ich da... Gib mir mal... Darf ich die Magierin wieder haben? Die Diebin. Ja, die Diebin. Die Unternehmerin. Die Unternehmerin. Also, wenn der eine Unternehmerin... Ach, ich kann keine Platten mehr zeigen. Au, 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 au. So. Ja, sonst ist da auch nichts mehr, soweit ich sehen kann. Doch, Stacheln. Au, 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 au. Komm her. So, ich... Komm her, komm her. Boom. So. Nein, das komm war her, doof. Komm her. Was ist denn
Achso, du willst da durchfahren. Genau. Wir müssen da aber unten durchfahren. Wir müssen da unterstehen, weißt du? Was wie? Was bringt uns das denn jetzt hier? Warum, was müssen wir denn machen? Was ist Ja, so. Und jetzt musst du immer ein Stück vorwärts bewegen, damit wir nicht von den Dingern da getroffen werden. Kann aber gerade nicht vorwärts bewegen, Matti. Ja, dann musst du ein Stück vorgehen. Ach. Okay, ja. Warte mal eben. So. Geh nochmal drunter. So. So, dann. Fahr nochmal her. Die wollen ja alles mitnehmen, was geht. So. So. Komm, geh mit. So, ich geh jetzt auch mal mit. Ja gut, du würdest mich schieben. Ja, und jetzt bräuchten wir die Bogenschütze. Wieso? Die ist die einzige, die da oben rankommt. Ah, perfekt. Ah, jetzt werden wir wieder gesaved. Denke mal kurz mal eben. Nee, ist. Ja, nicht kurz. Da konnte ich mich festmachen. Musst du außen rum. Achso. Genau. Tut das weh? Ui, eine Spinni. Die sind ja süß. Relativ. Schild nach unten. Geh nach vorne. Na, bitte. So. Okay, danke. Eigentlich geht Schild nach unten nicht. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Ich kann springen. Ui. Super, die Spinne ist im Kessel. Dann nehme ich mal den Dingsens raus. So. So, ich habe es mal eben beseitigt, das Problem. Nein. Jetzt macht es Monster. Wow. Was macht das Monster? Guck mal, das Bluttrank, der macht Monster. Warum, was hast du gemacht? Ich hab, ich ändere mal eben was. Und zwar wird der jetzt befauert. Beschütz mich mal eben. Gut, danke. Aber ich stehe ja vielleicht ein bisschen unportabelhaft. So. So. Das ist voll geil, guck mal, wie ich da durchkommen kann. Tja. Einfacher geht's nicht. Och, wie einfach. Und ich mach's mir so umständlich, aber ich weiß nicht, wie. Einfacher geht's nicht. Ja, hier musst du mal ein paar Kisten bauen. Geh da runter. Ich versuch dann mal. Na, okay. Ja, doch, da kann ich mich doch anhängen. Ach ja, stimmt. Ups. Am besten da und dann kannst du da rüber hängen. Jo. Kann ich hier einmal alles aufsammeln, weil sonst ist hier auch nichts mehr. Der letzte. Doch, eine Kiste. Eine Kiste ist da noch. Vielleicht brauchen wir die ja noch. Noch nicht abhauen. Nee, ich. Okay, was soll ich machen? Dein Kistenfliegen wird noch benötigt. Wie viele? Ein oder zwei? Nö, eben die Kiste, dass ich da hochkomme. Nein, nicht, okay. Nicht hierher bringen. Wir brauchen die da noch. Wo denn? Achso, okay. Hier. Die. Weil ich noch nicht alles gekriegt habe. Ach, da hinten brauchen wir es. Ja, ne? Ja. Ach so. Dann stecke ich die eine mal wieder rein. Das ist relativ simpel, guck mal.
Da hängt mal wieder eine Kiste. Wie spät ist es gerade eigentlich? Keine Ahnung. Okay, gut. Ich habe auch keine Uhr gerade parat, um dir das sagen zu können. Ich schon, okay. Jetzt bräuchte mal eben den Magier. Sonst jo. Klappt das nicht. So, jetzt haben wir auch die gekriegt. Und jetzt... Oh, jetzt... Ich bin drüben. Ich nicht. Brauchst du auch nicht sein. Unten geht die Tür auf. Oh, wieder ein Flammenspiel. Aua. Bleib doch hinter mein Schild. Ach so, ein neues Schild? Das sieht irgendwie anders aus. Eisschild ist das.